Moin, moin und herzlich willkommen zu meinen Want-to-Read Weihnachten und Winter 2020 und 21. Ein Format, das ich ansonsten nicht so oft drehe, weil ich mich nicht so gerne einschränken möchte und nicht alles durchplanen möchte, was ich in welchem Zeitraum genau lesen möchte. Bei anderen gucke ich das Format auf jeden Fall sehr, sehr gerne, aber ansonsten ist das nichts für mich. Ich suche einfach sehr, sehr gerne nach Lust und Laune und spontan von meinem Sub aus, wonach mir gerade ist, was ich gerne als nächstes lesen möchte. Das darf ja auch jeder selbst entscheiden. Allerdings ist das bei mir zu Weihnachten und im Winter nochmal was anderes, weil ich da sehr, sehr gerne mir winterliche und weihnachtliche Bücher vornehme und die einfach dieses Setting besonders hervorheben. Und deswegen hat es sich bei mir so eingebürgert, dass ich jedes Jahr ein Video zu meinen Want-to-Read für die Vorweihnachtszeit drehe und ein Video zu meinen Büchern, die ich gerne im Winter lesen möchte. Dieses Jahr habe ich die beiden mal zusammengepackt, weil zum einen die vorweihnachtliche Zeit ja schon etwas vorangeschritten ist und zum anderen habe ich auch tatsächlich nur wenig weihnachtliche Exemplare hier vor mir liegen. Deswegen dachte ich, passt das doch ganz gut zusammen. Und es ist wirklich eine wunderbare bunte Mischung. Es ist wieder für jedem etwas dabei und ich hoffe, dass vielleicht ihr auch noch mal so ein ganz schnelles weihnachtliches Buch für euch findet oder eben für den Winter eine Lektüre entdeckt, die ihr auch gerne lesen möchtet. Ja, ich habe wirklich abenteuerliche Bücher dabei, Fantasy, Thriller, ich habe Kinderbücher und auch eine kitschige Liebesgeschichte und mit der möchte ich auch gerne beginnen. Ich beginne nämlich jetzt erstmal mit den drei weihnachtlichen Büchern und gehe dann über zu den winterlichen. Dabei sind auch Neuzugänge dabei, die habe ich euch ja auch schon in meinem letzten Neuzugänge-Video versprochen, dass ich da euch nicht alle Neuzugänge gezeigt habe, die bei mir eingezogen sind, weil ich mir die aufsparen wollte für dieses Video. Das heißt, in diesem Video werden Neuzugänge dabei sein, aber auch Bücher, die ich euch bereits in anderen Videos mal gezeigt habe und die schon vor längerer Zeit bei mir eingezogen sind. So, ich beginne jetzt mit der weihnachtlichen Liebesgeschichte, denn normalerweise ist das ja nicht so meins, so kitschige Liebesgeschichten, aber zu Weihnachten darf es bei mir tatsächlich auch glitzerig, funkelnd, kitschig sein. Und da habe ich mir ein Buch ausgesucht, was ich sehr spontan in der Buchhandlung mitgenommen habe. Ich hatte es zwar bereits schon auf meiner Wunschliste, aber jetzt nicht an diesem Tag vor, mir das zu kaufen. Ich bin sonst eigentlich auch ein sehr geplanter Einkäufer, was ich mir als letztes gönne für Bücher. Aber bei diesem Buch musste ich es dann einfach mitnehmen, weil eigentlich hatte ich es vor, mir als Rezensionsexemplar über das Bloggerportal anzufragen. Allerdings hatte ich da schon alle Slots voll. Man darf sich halt nur eine begrenzte Anzahl von Rezensionsexemplaren anfragen, was ich auch total nachvollziehen kann. Also irgendwo muss der Verlag ja auch mal einen Deckel draufsetzen. Und es ist für einen selber ja auch als Rezensent viel schöner, wenn man nicht irgendwie in Bedrängnis kommt und sich irgendwie in Stress verliert, weil man so viele Rezensionsexemplare hat, was ja trotzdem irgendwie vorkommt. Aber da ich es nicht vor Weihnachten schaffe, die Bücher abzuarbeiten und ich dieses Buch sehr, sehr gerne in Weihnachten, in der Vorweihnachtszeit lesen wollte, habe ich es mir jetzt halt gegönnt. Lange Rede, kurzer Sinn, bei mir ist eingezogen das Winterkarussell von Anna Liebig. Das ist eine Neuerscheinung aus dem Blanc-Vallée Verlag und war, als ich die Neuerscheinung durchgeguckt hatte, für mich sofort ein Eyecatcher. Allein das Cover ist wunderschön. Wie gesagt, normalerweise rosa, lila und Glitzer nicht so mein Fall, aber zu Weihnachten kann das gar nicht genug funkeln. Also erstmal ein großer Hingucker, aber auch einige andere Elemente haben mich sofort gecatcht, denn es spielt auch auf einen nostalgischen Weihnachtsmarkt und Jahrmärkte und Zirkus, es sind ja so Settings, die mich in Büchern ja extrem faszinieren. Das seht ihr hier auch an diesem Regalbrett, wo ja alle möglichen Zirkus- und Jahrmarktgeschichten enthalten sind. Ja, und hier möchte ich euch einmal den Klappentext vorlesen, worum es hier geht. Ein nostalgisches Karussell im Schnee, verlorene Träume und ein neuer Anfang. Nachdem die 15-jährige Antonia ihre Mutter bei einem Unfall verloren hat, findet sie sich bei ihrem bislang unbekannten Großvater Otto auf dessen Bauernhof im Taunus wieder. Die Annäherung zwischen dem mürrischen Greis und dem Teenager gestaltet sich schwierig, bis Antonia ein altes Karussell in der Scheune entdeckt. Sie ist ganz verzaubert von dem nostalgischen Fahrgeschäft und eines Abends beginnt ihr Großvater schließlich zu erzählen
von damals, als er noch ein junger Schausteller war und sich auf dem Weihnachtsmarkt in Frankfurt zum ersten Mal im Leben unsterblich verliebte. Der Familienroman mit Herz zur schönsten Zeit des Jahres. Ja, ein wirklich toller Klappentext, wie ich finde. Also es hat eben dieses Weihnachtsmarkt-Flair, aber auch dieses nostalgische Karussell. Ich stelle es mir schon in meinem Kopf bildlich vor und würde es am liebsten selbst entdeckt haben, anstelle von Antonia. Ich bin gespannt, ob wir zwischen Gegenwart und Vergangenheit immer hin und her wechseln oder ob das eher nur so eingeklammert ist, dass wir am Anfang und am Ende die Gegenwart haben und im Grunde so das ganze Buch über ja, die Vergangenheit, die Geschichte des Großvaters erzählt bekommen. Ich freue mich da sehr drauf und ja, auf dieses Weihnachtsmarkt-Setting, denn auch noch in historischem Flair und aber auch diese Annäherung zwischen Großvater und Enkelin mitzubekommen. Das wird bestimmt ein wirklich schönes, besinnliches Buch. Das nächste Weihnachtsbuch ist gerade erst kürzlich bei mir eingezogen im Dezember. Ich habe nämlich bei Medimops bestellt. Und zwar war das für ein Wichtelpaket. Und da bekommt man ja immer versandkostenfrei bei einem bestimmten Betrag. Und diesen Betrag hatte ich halt eben noch nicht erreicht. Und deswegen habe ich für mich selbst nochmal geschaut, ob da irgendwas dabei ist. Und natürlich findet man immer etwas. Ich bin ja sonst nicht so derjenige, der gerne gebrauchte Bücher kauft, weil ich sehr pingelig bin. Aber ich habe dann geguckt, ob da irgendwo Bücher sind, die wirklich in gutem Zustand sind. Und bin dann fündig geworden bei einem Weihnachtsbuch. Ich wollte gerne auch ein weihnachtliches Buch noch dazu holen, weil ich bisher eben nur zwei Bücher hatte hier. Und zwar ist es dann ein Weihnachtsgeschenk für Walter von Barbara Werspa geworden. Ein Buch, das ich bereits kenne, beziehungsweise die Geschichte kenne ich schon. Und das hat für mich auch einen sehr emotionalen Wert, denn ich habe diese Geschichte als Hörbuch geschenkt bekommen. Zu Zeiten meiner Ausbildung zur Buchhändlerin in Lübeck, da hatte ich eine Kollegin, Freundin, die mir das zu Weihnachten geschenkt hat. Und mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, ob ich dieses Hörbuch noch habe. Es ist halt auf CD und mittlerweile hört man einfach keine CD mehr. Aber mir ist die Geschichte, auch wenn ich einiges wieder vergessen habe, wirklich in guter, zauberhafter Erinnerung geblieben und eben auch in Erinnerung an meine Freundin. Deswegen wollte ich das unbedingt bei mir einziehen lassen, auch weil es eine wunderschöne Ausgabe aus dem Tulipan Verlag gibt, halblein gebunden, illustriert schwarz-weiß und es ist in einem wundervollen Zustand hier angekommen, wie neu. Und ich bin extrem glücklich, ich muss es halt nur ein bisschen abreiben und ein bisschen abwischen, weil wieder diese schwarzen Schlieren da drauf sind. Aber das konnte man sehr gut abkriegen. Und das wollte ich auf jeden Fall auch im Dezember noch in der Vorweihnachtszeit lesen. Ich habe es mir heute Morgen zur Hand genommen, denn ich bin jetzt stecke noch in zwei Leserunden. Da habe ich aber die Abschnitte bereits gelesen, war also sozusagen damit fertig und konnte ein anderes Buch zur Hand nehmen und dachte, ach, dann lese ich hier nochmal rein und wusch, war das ganze Buch weggelesen. Es sind tatsächlich auch nur 60 Seiten und es ist relativ groß geschrieben und wie gesagt auch illustriert. Und es handelt von Walter, eine Ratte. Es ist sogar eine Leseratte, denn seit seiner Geburt kann er lesen. Seine ganzen Mitbewohner oder in seiner Familie kann sonst keiner lesen, deswegen ist er etwas Besonderes. Mittlerweile ist er eine sehr betagte Ratte, hat schon einige Jahre auf dem Buckel und hat schon einiges erlebt in seinem Leben und hat auch viele verschiedene Zuhause gehabt. Mittlerweile hat er ein neues, tolles Zuhause gefunden, nämlich in einem Haus bei einer Schriftstellerin, die auch schon etwas älter ist. Und er liebt es, bei ihr in ihrer gut sortierten Bibliothek sich immer wieder Bücher auszuleihen und darin zu stöbern und zu lesen. Er merkt allerdings bald, dass er doch irgendwie ein bisschen einsam ist und er merkt auch, dass die Schriftstellerin sehr einsam ist und möchte sehr gerne irgendwie mit ihr in Kontakt treten, weiß aber nicht wie. Und dann trifft er oder findet er in der Bibliothek ihre Bücher. Sie schreibt Kinderbücher und er ist natürlich jetzt sehr neugierig, was sie so für Bücher schreibt. Und ist dann aber sehr schockiert und enttäuscht, dass sie Kinderbücher schreibt, in denen
die Protagonisten Mäuse sind, gerade Mäuse. Und er kommt mit dem schlechten Ruf von Ratten nicht so richtig klar. Und er findet das sehr, sehr schade, dass Ratten so ja, sehr, sehr abgetan werden und so sich davor so geekelt wird und dass sie so als Bösewichte dargestellt werden. Und deswegen schreibt er der Schriftstellerin einen Brief. Und so beginnt eine tolle Brieffreundschaft und darüber hinaus noch mehr. Es zieht dann irgendwann auch der Winter ein und Weihnachten kommt. Und was denn das Weihnachtsgeschenk für Walter ist, das müsst ihr dann hier selbst lesen. Ich habe das, wie gesagt, gerade ganz frisch beendet und bin immer noch verzaubert von dieser Geschichte. Es gibt natürlich einige ja, Zitate und auch ein paar Anspielungen auf irgendwelche berühmte Klassiker. Also es ist eine Liebeserklärung an das Lesen, aber auch an, an Ratten, könnte man sagen. Und Weihnachten spielt nur eine kleine Rolle. Trotzdem hat es so diese weihnachtlichen Werte, die hier auch weitergegeben werden. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und wird hier bei mir in dem Regal ein schönes Plätzchen bekommen. So, jetzt ist aber mal gut mit besinnlich, berührend, kitschig, denn jetzt wollen wir mal ein bisschen in die düstere, schwarzhumorige Richtung mit Der Tannenbaum des Todes von Markus Heitz. Darin enthalten sind mehr als 24 Weihnachtsgeschichten von Markus Heitz. Das ist ja einer der größten deutschen Fantasy-Autoren. Ich habe von ihm tatsächlich noch gar nichts gelesen. Irgendwas hat mich bei ihm immer abgeschreckt oder überhaupt einfach nicht angesprochen. Deswegen bin ich umso neugieriger, hier seinen Schreibstil erstmal kennenzulernen. Das sind wirklich sehr, sehr kurze und knappe, ich glaube, sehr, sehr lustig und unterhaltsame, düstere Geschichten. Und da möchte ich euch einmal den Klappentext vorlesen, weil der ja so schön auch treffend formuliert ist. Böser die Glocken nie klingen. Ein rabenschwarzes Fest der Liebe mit Bestsellerautor Markus Heitz. Ein kleines Mädchen lehrt den Nikolaus das Fürchten, weil sie statt des gewünschten Xmas House of Horror einen rosafarbenen Pullover bekommt. Ein Rentierschlitten mit Startproblemen bringt nicht nur den Weihnachtsmann ins Schwitzen und verfluchte Christbaumkugeln, Weihnachtsmarkthorror und die unheiligen drei Könige sorgen dafür, dass dieses Fest zumindest eins ganz sicher nicht wird: langweilig. Von bitterböse über gruselig bis fies und witzig, diese Weihnachtskurzgeschichten sind das ideale Geschenk für alle, die zum Fest mal eine Pause von übermäßiger Besinnlichkeit brauchen. Aber sagen Sie nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt. Ja, es klingt einfach super. Ich liebe schwarzen Humor, Ironie und Sarkasmus. Das heißt, es könnte genau mein Humor treffen. Und obwohl ich ja Besinnlichkeit sehr, sehr gerne mag und eben dieses Kitschige, finde ich die Abwechslung auch immer sehr, sehr schön. Und ich mag ja auch Horror und Fantasy, deswegen hier werden bestimmt einige tolle, fantastische Elemente drin sein und sehr, sehr vielfältig klingt es jedenfalls. Ich habe eigentlich vorgehabt, so Anfang Dezember damit anzufangen, aber dadurch, dass diese Leserunden sich ein bisschen verzögert haben und ich im Moment noch zwei Bücher lese, die ich aus dem November mitgenommen habe, ging das nicht ganz. Aber ich werde jetzt demnächst damit auf jeden Fall anfangen, weil ich jetzt am Ende eines Buches auch stehe und dann kann ich damit beginnen. Und ich glaube, das ist auch immer wieder, das ist kein Buch, was man so hintereinander wegliest, glaube ich, sondern immer mal wieder eine Geschichte. Aber es soll halt hauptsächlich auf jeden Fall im Dezember gelesen werden. Und da werde ich euch dann berichten. Und vielleicht wird da auch ein oder andere Geschichte vielleicht auch zum Vorlesen geeignet sein. Mal gucken, ob ich da irgendwas Passendes finde. Ja, dieses Buch, was ich euch eben vorgestellt habe und das nächste, was ich euch vorstellen möchte, und zwar ist es das Schneemädchen von Eowyn Ivey. Das waren zwei Bücher, die im vorweihnachtlichen Tauschpaket von der lieben Steffi vom Kanal Buchschnack bei mir eingezogen sind. Wir haben ja uns gegenseitig Überraschungs-Weihnachtspakete geschickt. Und da sollten natürlich auch Bücher enthalten sein von unserer Wunschliste. Und Steffi hat sich eben diese beiden Bücher ausgesucht. Auch wieder eine ganz tolle Mischung. Das hier ist wieder eher was Dramatisches, Ernstes und Berührendes, glaube ich, was so ein bisschen ans Herz geht. Es handelt nämlich von einem Ehepärchen, was keine Kinder haben kann. Sie sind aber von diesem Kinderwunsch so sehr eingenommen, dass sie darunter sehr, sehr leiden. Und in einem Winter bauen sie zusammen ein Schneemädchen und dieses Schneemädchen verschwindet auf einmal
und scheint zu leben, zum Leben zu erwecken. Es sind überall Fußspuren zu sehen, aber von dem Schneemädchen keine Spur. Und ja, was das vielleicht symbolisch für einen Charakter hat oder was es uns sagen will, ich weiß es noch nicht genau. Es spielt in Alaska in den 20er Jahren. Auch das finde ich ein sehr interessantes Setting. Und ob da tatsächlich auch ein Fuchs eine Rolle spielt, wir werden sehen. Es ist betitelt als eine hinreißend erzählte Geschichte über Einsamkeit und Lebensfreude, Liebe und Freundschaft, einen Kinderwunsch und dessen bittersüße Erfüllung. Ja, das geht wahrscheinlich sehr ans Herz und mal gucken, ob es mich zu Tränen rührt. So, und jetzt wieder ein Genrewechsel. Und zwar möchte ich euch jetzt einen winterlichen Thriller vorstellen, denn wie ihr schon gemerkt habt, wir haben jetzt so die weihnachtlichen Bücher verlassen und sind jetzt eher in die winterlichen übergegangen. 4 Jahre von Karin Gerhardsen ist ein Thriller, der bei mir eingezogen ist aufgrund einer Bücherschnitzeljagd, die ich zusammen mit der lieben Jenny vom Kanal Jennys Lesestoff veranstaltet habe. Wir haben uns gegenseitig Aufgaben gestellt und sind dann Bücher shoppen gegangen. Und unter anderem war da die Aufgabe von Jenny, dass ich ein Buch kaufen sollte, wo eine Zahl auf dem Cover zu sehen ist. Ich habe dann noch mal extra gefragt, ob es okay ist, wenn die Zahl ausgeschrieben ist, weil hier ist ja die 4 nicht als Zahl abgebildet, sondern ausgeschrieben. Und das war aber okay und da war ich sehr glücklich. Denn dieses Buch hat es mir dann doch angetan. In diesem Buch steckte nämlich ein Empfehlungsstecker von einer Buchhändlerin. Und der Klappentext allein hätte mich jetzt gar nicht hundertprozentig überzeugt, aber das Zünglein an der Waage war dann die Meinung der Buchhändlerin. Ich lese euch einmal den Klappentext vor und sage euch dann, was die Buchhändlerin noch gesagt hat. Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, was würdest du tun? Winter 2014. Gotland ist bedeckt von einer dichten Schneedecke. Eine junge Frau steigt bei einem fremden Mann ins Auto. Auf der anderen Seite der Stadt macht sich ein Liebespaar auf den Weg zu einem heimlichen Treffen. Kurze Zeit später wird die Stille der schwedischen Wälder zerrissen. Zwei Autos auf eisglatter Fahrbahn befinden sich auf Kollisionskurs, bis einer der Wagen in den Abgrund stürzt. Ein Unfall, der nicht nur einen Mann das Leben kostet, sondern auch verheerende Folgen für alle Beteiligten hat. Doch das Schlimmste daran, unter der Eisschicht liegt eine Wahrheit begraben, die erst Jahre später an die Oberfläche drängt. Ja, an sich, der Klappentext selbst, was ich schon hier mochte, war natürlich das winterliche Setting und dass es irgendwie ein Geheimnis gibt, was Jahre später an die Oberfläche kommt. Aber ich konnte mir oder kann mir bis heute nicht so richtig vorstellen, was das Geheimnisvolle an einem Autounfall sein soll. Klar ist das schrecklich und dramatisch, wenn ein Unfall geschieht, aber was daran jetzt so geheimnisvoll sein wird, ich weiß es nicht. Aber die Buchhändlerin meinte halt, dass es so ein toll komponierter Thriller ist mit ganz vielen Wendungen, dass mich das wieder sehr angefixt hat, gerade wenn das so psychologisch gut komponiert ist und man hin und her denkt und dann doch wieder überrascht wird. Ja, das in den Zusammenhang mit dem Setting hat mich dann angesprochen und natürlich der Aufgabe mit der Zahl, dass ich dazu gegriffen habe und ich freue mich darauf und bin gespannt, was wir hier für Geheimnisse erfahren und durch die Wälder Schwedens oder Gotlands durchstreifen. Und ich finde das Cover auch richtig cool gemacht. Das ist ja mal von oben gezeigt. Hier ist ja irgendwie so ein Fluss und sonst sieht man so die Tannen von oben und hier so eine kleine Lichtung. Ja, richtig cool gemacht. Und was genau die 4 Jahre nach den 4 Jahren, wahrscheinlich kommt das Geheimnis ans Licht. Ich bin gespannt. So, von Thriller zu Fantasy. Ich habe Anfang des Jahres den ersten Band dieser Fantasy-Reihe gelesen und der hat mich wirklich sehr begeistert. Und zwar ist es eine sehr besondere Fantasy, weil sie auf russischen Märchen, Mythen und Sagen beruht und wirklich auch in russischen winterlichen Setting spielt. Und es ist jetzt kürzlich der zweite Band erschienen und den habe ich eben als Rezensionsexemplar angefragt und auch bekommen. Das Mädchen und der Winterkönig von Catherine Arden. Der erste Teil hieß Der Bär und die Nachtigall. Und das Buch ist in dem Sinne besonders, wie ich ja schon gesagt habe, beruht das ja auf russischen Märchen und Mythen.
und hat halt auch eben dieses Setting. Aber es ist auch besonders, weil das sehr still und ruhig erzählt ist. Es ist nicht reißerisch oder actionreich in dem Sinne, sondern ist sehr naturverbunden und in diesem Sinne auch verbunden mit den Naturgeistern, an die die Leute damals oder auch besonders hier eben in diesem Buch geglaubt haben. Wir treffen hier auf Vasya. Vasya ist ein junges Mädchen, die mitten im Wald in einem Dorf aufwächst und immer von den häuslichen Aufgaben flieht. Sie ist ein sehr wildes und ungezähmtes Mädchen und kommt auch immer verdreckt wieder nach Hause. Sie ist viel lieber draußen als drin. Und sie hat die Fähigkeit, die Naturgeister, diese Wesen aus Märchen und Geschichten zu sehen und mit ihnen zu kommunizieren. Und sie sieht auch ihr Leid, denn die Menschen verlieren so langsam den Glauben an diese Naturgeister, beziehungsweise wird es ihnen verboten, an diese zu glauben. Denn es kommt ein christlicher Pastor in die Gemeinde und möchte halt eben diesen christlichen Glauben verbreiten und verteufelt diese Naturgeister, ob das nun Nymphen sind oder Pferdegeister oder der Hausgeist, so kleine Kobolde habe ich mir vorgestellt. Und die leben aber davon, dass sie dass an sie geglaubt wird und dass immer so kleine Opfergaben für sie dargelegt werden. Und Vasya versucht ihnen zu helfen. Ja, und es gibt eine Bedrohung aus dem Wald von einem sehr eisigen, ja, Wesen, das wieder erwacht und ein Auge auf Vasya geworfen hat und eine, ja, Gegenkraft. Und das Ganze hat auch so ein bisschen mit dem Märchen um Väterchen Frost zu tun. Ja, also es war wirklich sehr, sehr besonders. Und wenn man nicht weiß, dass es so eine ruhige Geschichte ist, kann man da vielleicht enttäuscht von sein. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht und ob mich das, ob das der rote Faden nochmal weiter gespannt werden kann und mich weiter so verzaubern kann. Ich finde das Cover auch wieder sehr, sehr besonders und ja, entspricht ja auf jeden Fall dem Setting. Ich glaube, es wird eine Trilogie werden. Und wenn das so weitergeht, dass immer ein Jahr kurz vor Weihnachten das Buch erscheint, ist es auf jeden Fall super. Ich hoffe, ich weiß auch noch genug, dass mir nicht zu viel verloren gegangen ist, dass ich da direkt anknüpfen kann. Aber ansonsten lese ich noch mal ein bisschen nach. Der erste Teil steht ja hier bei mir im Regal. So, und das einzige Abenteuerbuch auf meinem Stapel hier muss natürlich auch dran glauben im Winter. Ich habe es mir extra aufgehoben für den Winter, weil es da einfach gelesen werden muss. Das ist ein Buch, was in den letzten Jahren hier auf BookTube öfter vorgestellt wurde und wo viele von geschwärmt haben. Es ist ein sehr, sehr dickes Buch. Die Thematik interessiert mich auch seit einigen Jahren sehr. Und zwar ist das Terror von Dan Simmons. Ja, das Buch ist ein ordentlicher Klopper. Wie viele Seiten hat es? Ja, nicht ganz 1000, aber 970 Seiten hat es. Und es behandelt halt eine Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht. Die Mannschaft mit den zwei Schiffen Erebos und Terror soll losgeschickt werden, um die berühmt-berüchtigte Nordwestpassage zu finden. Dabei kehrt die Mannschaft aber nie zurück. Das weiß man. Und Dan Simmons hat sich einfach diese Aufgabe genommen, einfach diese Geschichte zu Ende und weiter zu erzählen und darum eine Geschichte zu spinnen. Er hat, glaube ich, sehr gut recherchiert und vergeht sich sehr in Details. So hat man es mir jedenfalls gesagt. Es gibt auch so einen kleinen fantastischen Aspekt hier drin, den er einfach erfunden hat und passend dazu eingewoben hat. Darauf bin ich natürlich auch sehr gespannt. Aber alleine dieses Abenteuer auf See, wo sie dann nachher in den Schiffen ja ringsherum eingepfercht sind von ewigem Eis und nicht weiterkommen, durch die Kälte, durch Krankheiten irgendwie ja eingeschränkt werden und bedroht werden, aber auch durch seltsamen Mächten vielleicht. Wir werden sehen. 130 Männer nehmen an der Expedition teil. Sie verschwinden spurlos. Dies ist ihre Geschichte. Ich habe über diese Geschichte halt auch schon die Serie gesehen, die auf Amazon Prime
abgelaufen ist. Ich weiß nicht, ob die da immer noch frei zu sehen ist. Und ich habe auch schon Dokumentationen über diesen echten, wahren Fall gesehen. Und alleine diese Thematik spricht mich halt extrem an. Und ich habe da ja auch schon einige Bücher und andere Dokumentationen zu gesehen. Und da möchte ich auf jeden Fall noch viel mehr einsteigen. Und dieses Werk muss natürlich dann auch gelesen werden, wenn man sich mit dieser Thematik irgendwie beschäftigt. Und da freue ich mich drauf, da einzutauchen. Und das darf natürlich auch dann gerne im Winter sein. So, jetzt kommen wir noch mal zur Fantasy. Das habe ich jetzt eben noch mal spontan draufgepackt, weil ich dazu mal ein Trial Chapter gemacht habe. Da habe ich tatsächlich den Prolog, das erste Kapitel gelesen und das war so richtig winterlich. Ich weiß nicht, ob das ganze Buch so winterlich sein wird. Allerdings ist es auch in den ja so die nordischen, skandinavischen Gefilde und Mythen angelehnt. Und deswegen dachte ich, ist das bestimmt auch was für den Winter. Und zwar ist das Odins Kind, der erste Teil der Rabenringe-Reihe von Siri Pettersen. Ich finde die Aufmachung was sehr Besonderes. Es ist ein Jugendbuch oder ist so zwischen Jugendbuch und Erwachsenen. Und da schwärmen schon einige von. Ich fand schon das erste Kapitel sehr, sehr eisig. Ich glaube, das fing dann auch an mit einem Schneesturm. Allein das hat mir natürlich gefallen. Ihr fehlt etwas, das alle anderen haben. Das macht sie zu einem Mythos, einer Seuche, einem Menschen. Hirka ist in Imsland aufgewachsen. Mit 15 findet sie heraus, dass sie ein Odinskind ist, ein schwanzloses Wesen aus einer anderen Welt. Von nun an ändert sich alles in ihrem Leben. Sie wird verachtet und verfolgt. Aber das ist nur der Anfang, denn Hirka ist nicht die einzige Fremde, die es durch die Steintore nach Im verschlagen hat. Der furiose Auftakt der Rabenringe-Trilogie, das große nordische Bestseller-Epos über eine Welt voller Vorurteile, Mythen, Machtkämpfe und Liebe. Ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Setting, auf die Mythologie und ich finde, das klingt auch nach etwas, was irgendwie neu ist. Es ist dem Norwegischen angelehnt, also wieder ein ganz anderes Setting und eine ganz andere Kultur, die hier geschaffen wird und ja, aus der sich auch diese Sagen und Mythen entlehnt worden sind. Ja, ich hoffe, dass es nicht zu sehr in diese Romantasy-Schiene reingeht. Also es wird sicherlich eine Liebesgeschichte eine Rolle spielen. Das ist ja oft in Jugendfantasy, aber ich hoffe, dass der Rest nicht dadurch ein bisschen an den Rand gedrängt wird, sondern vieles anderes auch eine Rolle spielt. Und mal schauen. Also viele haben gesagt, dass der erste Band gut ist, andere haben gesagt, dass sich dann die Reihe so ein bisschen abschwächt. Ich werde sehen. Ich möchte natürlich erstmal den ersten Band ausprobieren und mal schauen, wenn ich dazu greifen werde. Und am Ende haben wir noch einen weiteren Thriller, den ich euch vorstellen möchte und den ich gerne im Winter lesen möchte. Und zwar ist das Neuschnee von Lucy Foley. Das ist ein Rezensionsexemplar vom Bloggerportal und den möchte ich natürlich jetzt auch gerne im Winter lesen. Mit dem Schnee kommt der Tod und aus Freunden werden Feinde. Winter in den Highlands. 9 Freunde verbringen den Jahreswechsel in einer abgelegenen Berghütte. Sie feiern ausgelassen, erkunden die eindrucksvolle Landschaft und gehen auf die Jagd. Doch was als ein unbeschwerter Ausflug beginnt, wird bitterer Ernst, als heftiger Schneefall das Anwesen von der Außenwelt abschneidet. Nicht nur das Gerücht von einem umherstreifenden Serienmörder lässt die Stimmung immer beklemmender werden, auch innerhalb der Gruppe suchen sich lang begrabene Geheimnisse ihren gefährlichen Weg ans Licht. Dann wird einer der Freunde tot draußen im Schnee gefunden und die Situation in der Hütte eskaliert. Ja, das ist eigentlich so ein typischer Plot, dass irgendwie eine Jugendgruppe zum Feiern irgendwo in die Berge, in eine Hütte geht und dort dann irgendwas Schlimmes passiert, wie einschneien, jeder so sein Geheimnis hat und dann irgendwo ein Mörder umgeht. Ist zwar typisch und nicht irgendwie das Rad neu erfunden, aber ich mag dieses Setting und ja, mag diese Art von Plot. Kann natürlich eher in eine platte Richtung gehen. Und das hoffe ich natürlich nicht, sondern dass es gut gestrickt ist, sehr, sehr schön spannend. Und jetzt in den Highlands, also wir haben hier wirklich viele verschiedene Länder abgedeckt, in denen Schnee eine große Rolle spielt.
Ja, das war das letzte Buch, das ich mir vorgenommen habe, zu Weihnachten und oder Winter zu lesen. Sagt mir gerne in den Kommentaren, ob ihr diese Bücher schon kennt, ob ihr die schon gelesen habt und was ihr von denen haltet, natürlich spoilerfrei, oder was ihr euch jetzt so zu Winter und Weihnachten vorgenommen habt, ob ihr das überhaupt macht oder ob ihr ja eigentlich euch egal ist, was ihr Winter und Weihnachten lest, dass ihr da einfach ganz normal auch anderes lest. Und ja, was ihr sonst so euch vorgenommen habt, schreibt es in die Kommentare. Da entdeckt man ja dann auch nochmal, vielleicht für nächstes Jahr, dann für das Want to Read, dann weitere gute Buchtipps oder für andere Zuschauer, die jetzt noch auf der Suche sind und wo hier vielleicht nichts dabei war. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne vorweihnachtliche Lesezeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.